Heute habe ich einen festen Stress. Meine Frau ist nämlich auf Kur. Sie wollte jetzt erst eh nicht wegfahren, aber ich habe dann gesagt, Schatzi, ich als Mann im Haus, allein mit den Kindern, mit dem Vieh im Stall, was soll da schief gehen? Den Laden schupfe ich mit links. Meine Frau hat mir jetzt das auch Checklisten angelassen. Wie die Frau so sein gell, ist ja sehr gewissenhaft, aber hab ich schon einmal was vergessen? Also bitte, schauen wir mal, was hat sie denn da für mich? Punkt 1, Opa im Altersheim besuchen. Mach ich nächste Woche. Punkt 2, Gorsbock kastrieren. Die Arbeit soll der Bube nehmen, das Geschrei halt ich nicht aus. Punkt 3, Muttertagsschal fertig stricken. Es hat noch Zeit. Punkt 4, Blockflöten-Solo für die Muttertagsfeier im Altersheim vorbereiten. Am Nachmittag. Punkt 6, Gummistiefel putzen. Punkt 7, Socken stopfen. Punkt 21, Blumen gießen. Regnet eh heute. Punkt 22, Schwiegermutter ihre Stützstrom vom Sanitätshaus abholen. Punkt 27, Auto putzen. Gut, das muss ich jetzt auch wirklich machen, weil das war der Frau jetzt schon peinlich, wie ich sie auf Kur geführt habe. Weil der Wagen schaut jetzt dann durch diesen letzten Kälbertransport etwas mitgenommen aus. Für die Arbeit habe ich vom Nachbar das ideale Gerät ausgeglichen. Den Kercher WD6 Mehrzwecksauger. Ich bin Elope, was tust denn du da? Aber ja, haben wir beim letzten Ausflug doch noch eine vergessen. So, komm raus, Alter. Der ist jetzt wieder schöner beieinander als jeder Neuwagen. Ich darf sagen, Doppelcheck. Punkt 54, der Rasse von zäh und erbrochenen befreien. Gut, der letzte Umdruck mit dem Zuzelbauer ist leider ein bisschen eskaliert. Check! Punkt 57. Traktor für den Lignano-Urlaub herrichten. Beim Traktor ganz wichtig ist, dass die Scheiben schön sauber sind für den optimalen Durchblick. Schick. Also schön sauber, die Scheiben, das Auto, die Terrassen. Jetzt bin ich echt zufrieden mit mir. Das glaubt mir meine Frau nie. Ich glaube, ich fahre mal geschwind zu ihr und hole sie ab. Dank Kercher wäre ich noch zum perfekten Hausmann. Und wenn ich so zufrieden bin, verlos mir jetzt einen Staubsauger. Ja, weil wenn du auch so einen schönen Frühjahrsputz machen willst wie ich, dann musst du nur noch eine Frage beantworten. Schreibst bis 10. Mai in die Kommentare ein, wie dieser tolle Kercher Staubsauger heißt. Vierdenk.